Ich möchte mich kurz vorstellen. Also mein Name ist Kahina Tutawi. Ich bin Ärztin in Weiterbildung Allgemeinmedizin in Berlin und bin derzeit im zweiten Weiterbildungsjahr und aktuell auch in der Hausarztpraxis. Ich habe mich tatsächlich am Ende meines Studiums dafür entschieden, Allgemeinmedizin zu machen, weil ich finde, das ist ein sehr vielseitiges Fach. Ich finde vor allem, dass wir sehr nah an den Patienten dran sind und auch an deren Lebensrealitäten. Ich finde, das ist ein herausforderndes Fach, weil wir sehr breites Wissen brauchen, sehr gut fundiertes Wissen brauchen. Und gleichzeitig finde ich, es braucht auch eine ziemlich gute Selbsteinschätzung, weil ich unsere Aufgabe auch darin sehe, dass wir als Hausärzte und Hausärztinnen Patienten so ein bisschen durch dieses ein bisschen komplizierte Gesundheitswesen lotsen und auch begleiten. Und dafür brauchen wir ja selbst ja auch gute Grundkenntnisse. In Bezug auf den wirtschaftlichen Rahmen finde ich, dass es gerade eine sehr vorteilhafte Zeit ist, in der Weiterbildung zu sein. Wir haben es schon etwas gehört. Also allein durch das Förderprogramm Allgemeinmedizin ist eine gute finanzielle Förderung für die ambulante Weiterbildung vorhanden. Und als Ärztin in Weiterbildung habe ich für mein Empfinden ein gutes Gehalt und die Praxen müssen dazu nur die Sozialabgaben beitragen. Das heißt, wir Ärzte in Weiterbildung werden auch attraktiver in den Praxen, für die Praxen. Allerdings bedeutet es leider nicht zwangsläufig, dass die Weiterbildung sich dadurch automatisch verbessert qualitativ. Denn die Weiterbildung hat ja weiterhin alltägliche Herausforderungen, nämlich wie gelingt es, vor Ort zu begleiten, anzuleiten und vor allem, wenn wir bedenken, wie eng teilweise die Taktung der Patientenkontakte ist. Was ich merke, ist, dass es vielleicht ein Unterschied der jetzigen Generation zu früheren Generationen ist. Wir möchten eher nicht nur einfach nebenbei irgendwie lernen, sondern wir wünschen vielmehr auch mit unseren Weiterbildern über viele Dinge uns auszutauschen, Fachgespräche zu führen und gerade auch in den Bereichen der Allgemeinmedizin, wo es eher wenig Evidenz gibt und wo wir merken, da müssen wir mehr lernen. Im Ermessen zu entscheiden, da würden wir mehr diskutieren. Und ich finde immer, es gibt einen großen Unterschied, ob mein Weiterbilder mir sagt, du kannst mich jederzeit fragen, oder ob er mir anbietet, wollen wir uns heute mal 10 Minuten Zeit nehmen und ein Thema besprechen. Denn ich glaube, die aktuelle Generation findet das einfach nur, Rückfragen zu stellen, etwas wenig und wünscht sich eigentlich mehr Zeit für konkreten Austausch. Genau, wir haben es schon gehört. Ich will es nur betonen, weil ich tatsächlich als Ärztin in Weiterbildung finde, dass das ein wichtiger Punkt meiner Weiterbildung ist. Neben der Weiterbildung vor Ort haben wir die Unterstützung durch die Kompetenzzentren. Also in Berlin ist es an der Charité angesiedelt. Und da muss ich sagen, in Corona-Zeiten waren wir sehr, sehr dankbar, weil die sehr schnell auf Online in Berlin umgestellt haben und wir das sehr genutzt haben. Das Gute am Kompetenzzentrum ist, dass wir merken, die Veranstaltungen sind darauf ausgelegt, dass wir sowohl die Evidenz sehen als auch praxisnahes Wissen vermittelt bekommen, dass wir auch das Gefühl haben, wir können das auch umsetzen in dem, was wir sehen jeden Tag. Und außerdem muss man sagen, das ist leider zu Corona-Zeiten weggefallen, aber die Seminarveranstaltungen sind auch immer eine Gelegenheit, dass wir uns vernetzen und austauschen als Ärzte in Weiterbildung. Und das ist auch ein sehr wichtiger und sehr guter Punkt. Genau. Das, was ich eher kritisch sehe, ist, dass wir einerseits viel und Wichtiges fachlich lernen müssen, um uns gut auf diese wichtige Rolle im Gesundheitswesen vorzubereiten, aber dass wir gleichzeitig, und da weiß ich nicht genau, ich nehme an, im europäischen Vergleich wird es ähnlich sein, vor sehr vielen Regelungen, Gesetzen und Vorschriften stehen, die wir einerseits lernen müssen, weil sie später auch für die Praxistätigkeit relevant sind, aber die doch auch, finde ich, einen sehr großen Raum einnehmen in der Weiterbildung. Also was kann ich wann bei welchen Patienten wie abrechnen, beim Beispiel Medikamente, was kann ich in welchem Fall und bei welcher Indikation und von welcher Firma wie genau verordnen und wo kann ich das alles eigentlich genau nachschlagen? Das wird schnell sehr unübersichtlich und vermittelt mir auch so ein bisschen das Gefühl, dass es nicht mehr so viel direkt mit Medizin zu tun hat. Und ich wünsche mir eigentlich für den Arztberuf, dass wir weiter die Möglichkeit haben, die Medizin und den Patienten bzw. die Patientin im Fokus zu haben und nicht so sehr in einen Abrechnungs- und Regelungswahn verfallen oder uns dem aussetzen müssen. Genau. Was wünsche ich mir so für die Zukunft? Also ich finde, dass ein Bereich, der in Deutschland nicht so gut funktioniert, ist die Vernetzung zwischen dem ambulanten und dem stationären Bereich.
Es wäre schön, wenn es da allein schon technische Lösungen gäbe, aber vor allem, wenn man sich da angewöhnen würde, sich einfach besser auszutauschen, was wo wie gut umzusetzen ist. Und insgesamt würde ich mir einfach wünschen, dass der kollegiale Austausch mehr gefördert wird, dass wir auch mehr Verständnis entwickeln für die jeweilige Rolle des anderen und dass wir uns auch mit den anderen Fachrichtungen einfach mehr austauschen können, damit am Ende einfach der Patient, die Patientin im Fokus sind und wir das Beste für unsere Patienten rausholen können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Diskussion nachher.